Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Serie Jupp kommentiert Double-Digit-Queue-Partien, also Partien von zweistelligen Queue-Spielern im Bereich eben von 10 bis 20, vielleicht 25 Queue. Ja, und heute hat mir Stefan eine Partie zur Verfügung gestellt, die er auch auf Bardo-Pop gespielt hat. Da scheinen wohl ja, die zweistelligen Kyo-Spieler gerne zu spielen. Die Partien von Ralf stammen ja auch meist von diesem Server oder aus dieser App. Ich weiß gar nicht, vielleicht mache ich mal eine Umfrage, wer die App kennt, wer die App hat, wer darauf regelmäßig spielt. Würde mich mal interessieren. Könnt es mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, Stefan hat noch geschrieben, dass er seit ungefähr 2 Jahren spielt, aber sehr unregelmäßig, meist auch 9x9 und jetzt seit einem halben Jahr hat er mal angefangen, auf dem 13er Brett zu spielen. Und diese Partie ist ja auch eine auf dem 13er Brett. Auf Bardock Pop ist er wohl 13 Q, aber auf KGS wohl eher so um die 20 Q. Also deckt er wohl schon mal das ganze Spektrum der Zielgruppe ab. Und ja, wir fangen hier mal an. Stefan hat Weiß und sein Gegner hatte ja mit einem 5-3-Punkt eröffnet. Okay. Ja, die Partien sind, glaube ich, auch relativ zügig hier hinterher. Zumindest hatte ich den Eindruck, war da doch ziemlich viel Biyomi-Panik. Aber am Anfang schauen wir mal, was wir hier so für Ideen haben. Der Anlegezug, ja, geht heutzutage. Bei einem 5-3 möchte man natürlich auch gerne möglichst schnell da irgendwie einen Shimari draus machen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Das ist soweit eigentlich alles normal. Das Festdecken, ja, da gibt man meist erst einmal Atari hier und deckt dann da. Aber dann hat Schwarz hier natürlich mit diesem Stein eine fast perfekte Ausdehnung, die er sowieso vielleicht machen würde, wenn er das hier stehen hätte schon. Jetzt hat er die Ausdehnung schon stehen und hat jetzt eben diese Stellung hinbekommen. Deswegen würde er sich da vermutlich recht wohl fühlen. Und wenn ja, Schwarz jetzt nach dem Zug auch hier spielt, dann kann Weiß eventuell Tanuki spielen, obwohl ich schon dann auch hier irgendwie fortsetzen wollen würde. Ja, wir haben aber, ich glaube, jetzt erstmal direkt das Shimari gemacht hier. Ja, was eben auch ein großer Zug ist. Und wenn jetzt Weiß irgendwie hier schneiden würde, dann kann man hier nicht so gut rausziehen, weil dann dieser Stein hier verloren ist. Die Idee wird dann vielleicht eher sein, dass man dann hier rauszieht und jetzt muss Weiß den entweder schlagen oder so spielen, damit er den in der Treppe gefangen hat. Normalerweise ist dann wahrscheinlich Schlagen okay. Oder er spielt irgendwie hier sowas, wonach Schwarz auch nur schlechter rausziehen kann. Aber dann gibt es halt hier nochmal eine Möglichkeit für Schwarzen Atari zu spielen, um den Stein dann endgültig zu verkaufen. Und dann entweder nach Schlagen oder rausstrecken, vielleicht irgendwie hier einen Kakari auf den 4-4-Punkt spielen oder in die Ecke gehen. Oder vielleicht auch nur seine Ecke stabilisieren. Ja, schwer zu sagen. So. Weiß hat deswegen oder hat erstmal hier gespielt, was ja eben auch ein großer sinnvoller Zug ist. Und Schwarz spielt dann da. Und der Zug ist der erste, den ich wirklich nicht so gut finde hier. Wenn er hier fest gedeckt hätte, das ist ja auch schon, also von so einer 2-Punkte-Mauer sich 3 Punkte weit ausdehnen. Früher zumindest war das ideal und heutzutage spielt man das eigentlich immer noch so. Also KI findet sowas, denke ich, auch prima. Der Zug hier ist ein bisschen lasch, dann hat man immer noch hier den Schnitt, worauf man einen der Steine wahrscheinlich verliert. Es geht jetzt nicht mehr ganz so einfach, was ich da eben gezeigt habe. Wenn Weiß jetzt hier spielen würde, dann kann Schwarz hier spielen und hier diese Steine hier in der Treppe fangen, weil hier hinten ja ein schwarzer Stein lauert. Also ganz so banal geht es nicht, aber Weiß kann dann ja hier decken, hier und dann vielleicht hier spielen und diese Steine sehr unter Druck setzen. Und ja, sobald er hier oben raus ist und Schwarz sich um die kümmern will hier, dann geht eventuell auch, also nehmen wir mal an, hier käme jetzt sowas, dann ginge auch das hier so und jetzt streckt man hier zur Seite und hat hier mit den Steinen 4 Freiheiten. Während Schwarz nur 3 hat, die Weißen hier haben auch 4 Freiheiten, auch hiernach immer noch 3 gegen 4, dann ist die einzige Hoffnung für Schwarz eigentlich hier was zu spielen, aber dank dieses Steins geht hier ja jetzt keine Treppe, weil das dann hier Atari wird. Deswegen denke ich, ist der Zug G12 nicht so gut. Ein anderer Grund ist, dass man dann eventuell auch hier spielen kann.
Wenn Weiß hier blockt, um das Gebiet zu verteidigen, dann gibt es hier einen Atari. Und wenn man das deckt, könnte der Stein dann am Rand gefangen werden. Also auch nicht so gut. Das ist irgendwie, das nutzt die vorhandenen Steine irgendwie nicht gut aus hier. Ja, Weiß spielt da. Und kann man machen, lässt natürlich irgendwie hier eine Chance aus, vielleicht ein bisschen härter zu spielen. Aber dafür ist man hier auch schon fast verbunden mit den Steinen unten. Also durchaus auch sinnvoll. Der Zug ist eben auch eigentlich nicht gut, weil man ja jetzt immer noch hier diesen Defekt hat, der ziemlich ärgerlich werden kann. Dummerweise nutzt Weiß den nicht aus. Also er zwingt den Schwarzen hier zu decken, aber der Stein möchte jetzt auch irgendwie hier erstmal wieder angebunden werden, so oder so vielleicht. So ist hier immer noch ein Schnitt, weil die Treppen laufen ja nicht. Hier sind ja schwarze Steine. Deswegen müsste man eigentlich hier anbinden. Und wenn man sowas spielt, dann kann man auch gleich hier spielen. Und wenn Weiß dann Tenuki, Schwarz dann Tenuki spielt, irgendwo, nehmen wir mal an hier, dann kann man hier eben diese zwei Steine fangen. Und würde nie und nimmer da gegen da abtauschen. Ne? Und deswegen nicht jedes Atari sofort geben. Ein anderer guter Zug ist hier, vielleicht hier umzubiegen. Weil hier unten sind potenziell viele Punkte für Schwarz. Und das hier vergrößert die Ecke nicht unerheblich. Also das sind hier schon jetzt im Vergleich zum Runterziehen mindestens so zwei Punkte mehr für Weiß. Und da Schwarz jetzt hier nicht blocken kann, sondern irgendwie hier spielen muss vielleicht, kann Weiß da immer noch ein bisschen weiter reinkriechen und macht selber mit jedem Zug vielleicht einen Punkt und dem Schwarzen eher so ungefähr zwei kaputt. Das wäre also auch groß und auch besser als hier dieses Atari zu geben. So, er schreckt dann da. Jetzt ist, wie gesagt, der Schnitt vielleicht ein bisschen gefährlich, aber hier hochstrecken ist natürlich auch für Schwarz ein sinnvoller Zug, weil diese Anlage hier, wenn das alles schwarzes Gebiet wird, ja, wäre schön, ne? So, Weiß biegt da um, Schwarz biegt dagegen um, ja. Jetzt droht hier ein Atari und danach hier zu schneiden und die zwei Steine zu fangen. Und Weiß macht es jetzt eigentlich nur noch schlimmer dadurch. Aber wenn jetzt hier Schwarz dieses Atari gibt, deckt Weiß eben diese drei Steine. Schwarz kann zwar hier fangen, aber Weiß würde dann diese Steine in der Treppe fangen. Also kann sie auf verschiedene Arten fangen. Ich glaube, das fängt auch. Ist dann natürlich noch ein bisschen effizienter. Ja, das macht Schwarz also nicht, sondern gibt hier Atari. Und jetzt droht hier ja im Prinzip eine Treppe. Und da weiß ich jetzt nicht, warum Schwarz diesen Zug gespielt hat. Weiß Schwarz wahrscheinlich selber nicht. Er kann natürlich so spielen, so und dann hier Treppe weiterspielen. Er kann auch hier spielen. Da ist nur die Gefahr eventuell, dass Weiß, was heißt Gefahr, so spielen kann. Und wenn Schwarz jetzt hier antwortet, dann kann es hier nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen knifflig werden. Aber normalerweise reicht das auch nicht. Denn Schwarz zieht hier raus und hat hier schon gleich einen Hilfsstein. Deswegen kann Weiß hier keine weiteren Freiheiten mehr kriegen. Und wenn er hier hinten anfängt, dann also so muss Schwarz dann spielen, wenn er nämlich, er kann auch so spielen. Wenn Weiß dann hier spielt, deckt Schwarz natürlich nicht hier, weil er dann gefangen würde, sondern er sticht hier sofort diese Steine. Ja, da hätte Schwarz irgendwie fortsetzen müssen, also so oder so. Das hier bringt leider gar nichts. Und jetzt hat Weiß eben die Möglichkeit, hier gleichzeitig dieses Doppel-Atari zu verhindern und diese Steine zu retten, indem er die zwei hier fängt mit dem Zug hier. Ne? Hat er auch gemacht. Und ja, Schwarz verbindet dann immerhin. Die Alternative für Weiß wäre wohl jetzt gewesen, hier zu spielen. Dann droht hier zwar noch dieses Doppel-Atari, da machst du auch nichts dran. Aber diese Steine hier oben sind verloren. Also wenn Schwarz jetzt, oder wenn Weiß jetzt irgendwo spielt, sagen wir mal, hier vielleicht, um das hier möglichst groß zu machen. Das hier sieht ein bisschen solide aus. Kann Schwarz vielleicht versuchen, hier einen Kampf mit den Dreien hier anzufangen. Aber Weiß biegt dann einfach hier um. Und nach dem Zug kann er hier Atari geben.
und hier Atari geben. Und jetzt ja, hat Weiß ja immer noch zwei Freiheiten und gewinnt das also. Ja, also das wäre eine Alternative gewesen. Der hier ist natürlich auch ganz hübsch, weil er eben hier dem Schwarzen dieses Punuki im Zentrum verwehrt, was wir da gerade gesehen hatten. Nur Weiß, Schwarz kommt dann jetzt eben in Vorhand dazu, seine Steine hier hinten zu retten. Und ist, ja, ist zumindest noch im Spiel. Da anlegen, ja. So. Also hier wäre es vielleicht besser gewesen, so zu spielen. Dann kann Weiß natürlich hier spielen und seine Punkte hier ein bisschen ausbauen, aber im Zentrum hat er erstmal nicht so viel Gebiet gemacht, wie dadurch, dass er dieses Atari von Schwarz, von Weiß hier zugelassen hat. Das sind natürlich auf einen Schlag hier fast 10 Punkte, was für Weiß sicherlich nicht schlecht ist. Der Zug ist auch gut, insbesondere besser als der Zug, weil nach dem Zug müsste Weiß ja, um irgendwas wirklich erreicht zu haben, nochmal hier decken. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, der Zug droht ja ähnlich wie hier im Zentrum mit dem Zug hier, also mit F12, diese 5 weißen Steine zu fangen. Und wenn Schwarz das verhindert, dann hat er ja im Prinzip das, was er vorher mit dem Atari und Decken erreicht hat, hier mit einem Zug erreicht und ist immer noch dran, also in Vorhand. Das ist dann also riesig. Und diese 5 Steine erstmal nicht zu decken, ist auch gar nicht mal so dumm. Denn wenn er das tut, dann wird Weiß wahrscheinlich hier runterziehen. Und wenn Schwarz hier nicht mehr reinkommt, ja, dann weiß ich nicht, wer. Sieht so aus, als würde Weiß gewinnen. Insbesondere, da Weiß ja auch hier 6,5 Komi hat. Deswegen geht Schwarz hier sofort rein. Sehr gut. Weiß spielt da, Schwarz spielt da. Ja, jetzt hätte man hier den einen Stein abgeben können und hier spielen. Dann kann man als Schwarzer diesen einen Stein hier nicht mehr anbinden. So gegen so, dann ist er natürlich ganz klar abgetrennt. Und so, 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 dann ist der Weiße zwar auch abgetrennt, aber hier kann Weiß jetzt so Atari geben und hier kommt Schwarz nicht mehr raus. Das sind jetzt 2 Freiheiten gegen 4. Das wäre also ein besserer Zug gewesen, als hier zu decken. Ja, dann streckt Weiß, Schwarz da weiter rein. Er hätte vielleicht auch hier spielen können. Na, da muss man halt aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie hier Atari, diese Ataris zulässt und dann auch noch hier deckt, weil dann wären plötzlich alle Steine weg. Aber Schwarz kann ja jederzeit hier den einen Stein fangen und dann lebt er hier in der Ecke und verliert auf der Seite nur einen Stein und das auch nur in Nachhand, also Nachhand für Weiß. Aber der Zug ist, denke ich, auch okay, insbesondere da Schwarz diesen schönen Zug hier gefunden hat. Wenn er hier jetzt getrennt hätte, wäre ja wieder das gleiche gekommen, wie ich eben schon mal auf dem Brett hatte, mit einer anderen Zugreihenfolge. Ne? Da sind diese 3 schwarzen Steine verloren. Aber dadurch, dass er hier spielt, kann Weiß jetzt ja nicht hier trennen, weil dann geht das eben nicht mehr. Dann sind es 2 Freiheiten gegen 3. Und Schwarz gewinnt das Ganze. Und wenn ja, Weiß hier anbindet, dann bindet Schwarz hier an. Und das ist dann auch in Ordnung. Ja, jetzt hat Weiß dann diese 5 Steine gefangen, was sehr gut ist. Und Schwarz spielt hier, denn es ja, ist wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Das sieht nur sehr komisch aus. Also normaler aussehen würde zumindest so ein Zug irgendwie, ne? Der so ein bisschen harmonischer wirkt. Aber vielleicht kann man mit Schwarz auch so spielen und das Gleiche erreichen, weil dann alles, was hier reingeht, ja sowieso nicht wieder rauskommt. Ist dann also nur die Frage, ob man drinnen leben kann. Und da ist so ein Zug hier oder so ein Zug auf K6 oder K7 vielleicht ein bisschen hilfreicher. So, dann spielt Weiß da, ja. Und dieser Zug. Alle spielen sie den Zug hier, bis ich ihnen den ausgeprügelt habe. Warum? Jetzt kann Schwarz jederzeit hier spielen und Weiß muss da nochmal decken. Das heißt, Schwarz bekommt den Zug eigentlich in Vorhand. Wenn man jetzt hier sofort gedeckt hätte, dann muss Weiß auf den Zug hier ja nicht mehr antworten. Dann verliert er höchstens einen Punkt mehr, ne?
Während, ja, wenn Schwarz jetzt irgendwo was anderes macht, dann kann Weiß sogar hier decken und dann hier spielen und dann hat er das Gleiche und mehr erreicht. Ja, und hat jetzt sogar hier das alles in Vorhand, denn jetzt droht hier noch da diese drei Steine hier zu fangen. Eventuell, wenn Schwarz das abdecken will, dann droht hier immer noch ein Ko, wenn er hier nicht decken kann. Also, man kann decken, aber das ist dann halt ein sehr, sehr teures Ko. Und dafür gibt es ja hier zum Beispiel auch sehr, sehr teure Ko-Drohungen. Wenn Schwarz es dann einfach ignorieren muss, dann könnte Weiß da weiter reinstrecken und hat hier sehr viel von Schwarz kaputt gemacht. Also so ein Ko kann Schwarz sich da eigentlich nicht leisten. Deswegen muss er jetzt hier spielen. Oder hier spielen. Und auch nach dem Zug hier hätte Weiß später noch ein bisschen was, worauf er vielleicht hoffen kann. Also oft ist es so, dass dann irgendwie, wenn hier ein größeres Gebiet ist, nicht so auf der ersten Reihe nur, dass man so einen Umbieger dann in Vorhand spielen kann. Aber auch so ist dieser Umbieger jetzt ja 1, 2, 3 Punkte Minimum wert, wahrscheinlich sogar 4, weil das hier alles keine Punkte für Schwarz werden. Und noch einen für Weiß, also ist an sich schon sehr groß. Und vielleicht ist er ja sogar Vorhand. Also nehmen wir mal an, Schwarz spielt dann irgendwie was hier. Weiß würde dann gucken, ob er in der Ecke vielleicht leben kann. Und dann hier vielleicht ja mal sowas sich hier angucken. Wenn Schwarz jetzt hier spielt, um da irgendwelche komischen Sachen zu verhindern, dann kann Schwarz nämlich wieder hier runterziehen. Also ist jetzt schon ein bisschen konstruiert, gebe ich gerne zu. Aber jetzt kann Schwarz sich plötzlich von keiner Seite mehr annähern. Also den kann nicht spielen. Und den kann er nicht spielen. Und wenn er erst den spielt, dann gewinnt Weiß die vier Steine in der Ecke. Ja, wenn er irgendwie jetzt da rausfängt, dann ist halt die Frage, ob man mit so einem Zug hier dann einerseits droht, den anzubinden. Ne? Und ja, dann kann man hier vielleicht mit dem, was man in der Ecke noch an Ajian-Möglichkeiten hatte, sich hier ein Leben oder zumindest ein Ko in der Ecke zaubern. Also das ist alles schon sehr, sehr groß und das funktioniert alles nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sowas spielt wie in der Partie und Schwarz dann hier spielen kann und man da decken muss. Weil jetzt hat Schwarz hier in der Ecke mindestens ein Auge. Auch nachdem, Weiß jetzt irgendwie hier spielt und Schwarz da. Man kann halt immer auf den einfach so antworten, in der Ecke passiert nichts. Das könnt ihr euch vielleicht in Ruhe mal anschauen. Aber ja, da hat Weiß im Prinzip jetzt halt keine Züge mehr, die nicht sofort geschlagen würden oder im nächsten Zug. Also bitte nicht mehr auf A3 runterziehen. Der einzige Grund, den ich gelten lasse, ist, wenn man irgendwie hier eine Gruppe hat, die ausgerechnet den Punkt auf A4 noch als Augenraum fürs Leben braucht. Ansonsten, nee, bitte nicht. kostet mehr, als es bringt. Festdecken ist da in der Regel besser. Wenn man hier noch einen weiteren Stein hat, ist oft auch das Hängendecken ganz okay. Also auf A4. Aber da sollte man nach Möglichkeit auf C5, also von der Form her, einen Stein stehen haben. Wenn man den nämlich nicht da stehen hat, in diesem Fall wird es auch funktionieren, ja. Aber wenn hier ein bisschen mehr Raum ist, dann ist es manchmal unangenehm, dass man den Zug immer so beantworten muss. Ja. Und auch das ist dann natürlich irgendwie, was mit Schwarz vielleicht arbeiten kann. Deswegen meist ist Festdecken richtig. Und wenn man aber hier mit Weiß einen Stein stehen hat, dann kann man hängen decken, weil jetzt, wenn dieser Piep jetzt kommt, dann kann man halt auch so antworten. Das ist der Unterschied. So, Schwarz hat den Zug gespielt, sieht auch sehr stylisch aus. Und dann hier gefangen. Ja, soweit, so gut. Und dann gibt Weiß dieses Atari und Schwarz sollte hier irgendwie, glaube ich, einfach decken. Denn den er da gespielt hat, das ist kein guter Zug. Er ist nur gut, wenn Weiß so antwortet. Hier gibt es eine bessere Möglichkeit für Weiß. Die sollten eigentlich Leute, die meinen Kanal regelmäßig schauen, gesehen haben, weil eigentlich feiere ich jede Situation, wo es zu einer Mausefalle kommt. Und das ist ja im Prinzip hier.
So, jetzt eine Rückwärtsmausefalle mit dem Einwurf hier. Schwarz kann nicht schlagen, weil er dann hier fängt. Gefangen wird mit einem Stein mehr. Jetzt hat man den Stein schon da stehen, dann kann man eben auch hier blocken und man braucht diesen Stein auf E12 einfach nicht. Niemals nicht. Und Schwarz kann jetzt noch nicht mal hier decken, weil dann hier hinten ja, 4 Steine verloren gehen. Also hier kann einfach nicht gefangen werden auf A12, weil sofort zurückgeschlagen wird. Ja, das hat Weiß übersehen. Schade. Schwarz spielt den, der ist auch ein bisschen komisch. Und dann den, ja, das ist eigentlich ein sinnvoller Zug, aber wenn man hier gerade vorher Steine investiert hat, dann ja, ist es ein bisschen komisch, wenn man sich danach gleich wieder rausschlagen lässt. Der Zug ist ein bisschen übertrieben, da kann man, glaube ich, einfach hier abschneiden. Und dann das hier spielen. Und dann hoffen, dass das hier irgendwie hält und einfach hier zumachen. Ne? Dann sollte Schwarz sogar noch knapp besser stehen. Wenn Weiß in der Ecke nicht leben kann. Dazu können wir uns das gleich nochmal angucken, was in der Partie passiert ist. So, Schwarz hat hier gesichert, also ganz brav verteidigt. Weiß fängt dann da. Jetzt kann Schwarz den spielen und da fangen. Gut. Weiß spielt hier, Schwarz deckt da. Auch hier spielt Schwarz schon fast ein bisschen übertrieben sicher. Aber ich glaube, die Partie... naja, 20, 25, 31, 35, 40, 42 und die Gefangenen sind 10 mehr insgesamt, die Weiß hat, sind 52 Punkte. Das sind 3 mal 13 minus 2, macht 37, 38, 39, 40, 44, 48, 53, also sagen wir mit dem hier hat Weiß auch 53 und das hier sind mehr als die Komi. Also Schwarz führt wahrscheinlich so mit 5 Punkten gut, wenn in der Ecke nichts mehr geht. Das guckt Weiß sich jetzt hier an und jetzt ja, spielt Schwarz sehr komisch. Also der Zug vielleicht noch okay, jetzt müsste man aber eben hier rausziehen können. Das kann man auch. Weiß muss ja eigentlich erstmal den Stein retten, nur dann hat man hier halt mit Schwarz ja, eine Freiheit mehr. Und wenn Weiß hier einfach weiter streckt, dann streckt Schwarz auch einfach mit. Und dann macht sich zum Glück bezahlt, dass man hier außen so komplett sicher gespielt hat, dass da einfach nichts mehr passiert. Aber da jetzt plötzlich nach dem hier zu spielen, ist schon ein bisschen komisch. Man muss aber auch gar nicht so scharf da reingehen. Man hätte auch von außen das auf ein Auge irgendwie zusammendrücken können. Also so, so. Auch hier kann man jetzt einfach lange nachgeben, bis man sich sicher ist, dass nichts mehr passiert hier mit dem Anbinden. Und wenn Weiß hier blockt, dann ist er sogar einfach in Nachhand tot. Denn hier kann man ja auch, auch kein Auge mehr kriegen. So, 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 so. Da passiert einfach nichts mehr. Auch so, so, denn in der Ecke ist der Augenraum einfach zu klein für 2 Augen. Ja. Gut, er ist halt hier reingegangen. Der Deckungszug war ganz eigenartig. Und der Zug war auch eigenartig. Aber jetzt sieht es schon so ein bisschen so aus, als könnte Weiß sich da ein Leben basteln. Also zum Beispiel jetzt so, dann hat er erstmal den Augenraum in der Ecke. Hier noch ein bisschen, was er angebaut hat schon. Und hier könnte er mit J2 noch mehr anbauen. Also das reicht normalerweise für 2 Augen. Er hat aber da weitergespielt. Jetzt wird es vielleicht doch nochmal kritischer. Ja, auch hier vielleicht wieder lieber so. So, so. Jetzt muss man eigentlich erstmal hier anbinden. Aber nachdem dem, wenn... Schwarz jetzt hier spielt, dann ist das, sieht erstmal aus wie so eine 5er Nagadeform, aber es ist ja hier, sind ja noch 2 Freiheiten hinten dran, also hier auf N5 und auf N1. Das wäre dann also, wenn Schwarz irgendwas macht, oder Weiß irgendwas macht,
am Ende mindestens Seki. Weil es darf nur nicht so dumm sein und hier Atari geben, weil dann deckt Schwarz einfach und das wird dann hier eine tote Innenform. Wenn Weiß aber nichts macht, dann kann Schwarz ja weder hier spielen noch hier spielen, ohne dass irgendwas von ihm gefangen wird. Und das bedeutet, das ist dann ein Sieg, auch wenn er hier zuerst deckt als Schwarzer. Einmal passen irgendwie. Dann kann er danach ja immer noch nicht hier oder hier spielen, ohne dass er geschlagen wird und die Innenform dann eine lebendige Form ergibt. Also wenn er so anfängt, spielt Weiß hier und hat hier ein Auge und hier das zweite. Und wenn Schwarz hier anfängt, dann spielt Weiß eben hier. Ja, also da ist Weiß dann doch nochmal glücklich zum Leben gekommen. Oder? Oder? Schwarz hat hier gespielt, dann da geschnitten. So, dann hier. Und jetzt dieses Umbiegen ist schon kritisch. Es hat Schwarz hier eingeworfen. Schwarz spielt, Weiß spielt da. So. Jetzt wird das nicht mehr ganz so einfach, ein Seki, weil diese zwei weißen Gruppen eben getrennt sind. Also das wird nicht mehr so einfach, Seki. Wenn Schwarz jetzt nicht hier gespielt hätte, sondern hier. Weiß spielt da. Spielt Schwarz hier. Und wenn Weiß hier spielt, dann kann kann Schwarz hier nochmal einen reinstrecken. Und egal, was Weiß macht, wenn er hier schlägt, spielt Schwarz da rein. Wenn Weiß hier schlägt, spielt Schwarz da rein. Dann ist das hier nur ein echtes Auge, weil das kein echtes Auge ist. Und wenn er das anders versucht, nämlich so, dann kann Schwarz hier spielen. Und jetzt ist das eben kein Seki, sondern mindestens schon mal ein Ko für Schwarz. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Beste, was Weiß erreichen kann. Ja, jetzt ist die Frage, ob das ein Ko werden muss. Also so, wie gesagt, wird es wohl ein Ko. Aber wenn Schwarz einfach von außen spielt, von dieser Seite kommt Weiß ja nie ran an diese drei Steine. Und von dieser Seite müsste, wenn er das Auge macht, ja, eben auch eigentlich eine Freiheit mehr haben, denn so ist es selbst Atari. Also das ist interessanterweise sogar einfach komplett tot, wenn Schwarz cool bleibt und nach dem Zug einfach weiter außen eine Freiheit wegnimmt. Ja, es sei denn, Weiß wirft erstmal hier ein, Schwarz schlägt und Weiß gibt dann dieses Atari. Jetzt ist es ein Ko, ne? Jetzt kann Schwarz ja nicht decken, weil dann schlägt Weiß hier raus. Und so, da muss er hier immer noch verhindern, dass das hier zwei Augen am rechten Rand werden. Und dann könnte Weiß hier den einen Stein auf J1 schlagen. Aber das Wichtige ist, dass er hier damit auf L1 ein zweites Auge macht und damit lebt. Also da wäre es dann jetzt doch noch ein Ko, denn Schwarz kann natürlich jetzt hier Atari geben, Weiß muss schlagen. Zum Glück hat Schwarz allerdings keine einzige Koderung auf dem Brett. Und ja, damit wäre die weiße Gruppe wohl lebendig. Und Weiß hätte natürlich dann die Partie gewonnen. Also noch ein Ko drin. So, und der Zug irgendwie ganz woanders spielen, der macht natürlich gar keinen Sinn. Und jetzt nach den zwei Zügen hier hat, glaube ich, Schwarz aufgegeben. Ne, noch nicht ganz, aber jetzt dann irgendwie doch, ne? Ja, glatte 100 Züge. Ne, geht noch weiter. Aber hier nach jetzt, ja, wenn es vorher so zwischen 5 und 10 Punkten waren, dann ist es natürlich viel zu groß, wenn Weiß da selber im schwarzen Gebiet selber genauso viele Punkte macht, wie ihm vorher gefehlt haben und dabei natürlich noch die ganzen Punkte von Schwarz kaputt macht. Ja, ich denke mal, im Biyomi ist da einiges schiefgelaufen dann bei beiden. Was ich bitte nächstes Mal nicht mehr sehen möchte, ist dieses Runterstrecken ohne Not auf A3. Hier dieser Zug, der ist ja, fast nie gut. Wie gesagt, außer in der speziellen Situation, dass man hier mit irgendeiner Gruppe
riesig, also einfach den größtmöglichen Augenraum braucht. Und dann, was mich glücklich machen würde, ist, wenn du das nächste Mal hier siehst, dass man hier eine Mausefalle hat. Das sind so die zwei persönlichen Noten. Also A3, sowas triggert mich immer und eine Mausefalle macht mich immer glücklich. Die beiden hätte ich gerne. Beziehungsweise einen hätte ich nicht mehr und den anderen hätte ich beim nächsten Mal gerne. Und dann waren hier ja am Anfang noch so ein paar Sachen. Jetzt zum Beispiel nicht dieses Atari geben, weil man da einfach viel bessere Optionen hat. Und dieser Atari-Stein, der bringt einem gar nicht so viel auf dem Punkt. Man will ja tendenziell, ist man hier schon mit dem Zug zufrieden. Der macht das Konstruktive alles und ist dann eben auch einfach vorhand. Oder halt punktetechnisch vielleicht sogar besser den. Natürlich kann man zu so einem Zeitpunkt auch immer noch einfach erstmal hier versuchen, eine Gruppe zu installieren. Das ist auch riesig. Aber wenn man mal sich die taktischen Möglichkeiten hier oben links anguckt, dann würde ich sagen E8 oder E12. Ja, ansonsten, wie gesagt, solange beide noch, denke, ein bisschen Zeit hatten und keine Panik im Biomi, war es eigentlich für 15 Kilo um den Dreh vielleicht oder 20 Kilo. Für 20 Kilo auf jeden Fall sehr gut. Und auch für 15 Kilo noch alles in Ordnung. Hinterher kamen dann wirklich ein paar ganz verrückte Züge, insbesondere von Schwarz. Also was da hier plötzlich, mit dem fing es schon so ein bisschen an hier mit K7. Aber dann später, als da plötzlich der Gegner in der Ecke leben wollte, dann irgendwie so. Ja, dieses Tenuki ist ja fast ein Tenuki, der Zug ist auch ganz eigenartig. Und dann später, als man noch die Möglichkeit zumindest hatte, einen Code zu kriegen, was vielleicht dann natürlich auch schwer zu sehen ist, aber ja, A6 kann es dann ja nicht sein. Ja, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und die Kommentare haben euch weitergebracht, insbesondere auch Stefan. Nochmal vielen Dank fürs Einsenden der Partie und ja. Ich muss mal dran denken, dann vielleicht eine Umfrage zu Bardock Bob zu starten. Das scheint ja das heiße Ding zu sein. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Likes und insbesondere auch Abos da, falls ihr noch nicht längst abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.